Den Reigen der Referate eröffnen wird Florian Köchlin. Vielleicht kennen Sie sie. Sie ist Biologin und Autorin. Sie ist aber auch als Politikerin, Aktivistin und als Künstlerin bekannt. Sie leitet das Blauen-Institut in Münchenstein und hat in den letzten Jahren die Kommunikation von Pflanzen untersucht. Sie blickt mit uns dahin zu den Pflanzen, wie sie kommunizieren, aber auch zurück in die Anfänge des Lebens und stellt fest, Pflanzen sind Beziehung und Kommunikation genau wie wir. Lassen wir uns überraschen. Frau Köchlin, ich werde die Präsentation jetzt teilen für Sie und dann hoffen wir, dass das funktioniert. Sonst melden Sie sich gerne bei mir. Frau Köchlin, wir hören Sie noch nicht. Das Mikrofon müsste. Jetzt ist Oje, es gut. jetzt Ja, ist es. jetzt. Also gut, das nächste Bild. Ja, jetzt muss ich da zuerst noch etwas ändern. So, jetzt sieht das auch ein bisschen schöner aus. Ja, ich beginne gerade mit diesem Bild. Ist die Stimme jetzt gut? Sehr gut hörbar, ja. Ja. Sie können mir einfach weiter sagen, wenn ich Ja, weiter. genau. Hier sehen Sie, warte, ich muss hier so. Sie sehen hier ein Mais, der wird gerade von einem Maiszünsler angefressen und da kommt eine Schlupfwespe, Nacktwild, und die Schlupfwespe parasitiert den Maiszünsler. Diese Folien habe ich von Ted Turlings von der Universität Neuchâtel, und die untersuchen dieses Zwiegespräch zwischen Maiszünsler und Schlupfwespe und Mais. Ihre Frage war, wie findet denn die Schlupfwespe so schnell eine saftige Beute? Sie haben schnell festgestellt, dass sobald der Maiszünsler am Mais zu fressen beginnt, können Sie zwischendurch wieder mich zeigen. Das Bild ist jetzt gut. Ja. Also, dass man nicht immer nur Bilder hat. So. Und Sie haben festgestellt, dass der Mais sehr schnell einen Duftstoff produziert, ein Gemisch aus Indolen und Terpenoiden. Und dieses Duftstoffgemisch zieht den Maiszünsler, die Schlupfwespe an. Und die Frage war jetzt, ja, wie merkt denn der Mais, dass da ein Maiszünsler ist? Wenn man das Blatt einfach schlitzt, passiert ne und verletzt, passiert nichts. Wenn man einen Maiszünsler draufsetzt, zack, da kommt die Schlupfwespe. Sie haben Maiszünsler genommen, den Kot auf dem Mais gestrichen, passierte nicht. Sie haben den Speuz, also den Speichel, auf das Blatt gestrichen und zack, da kamen dann die Schlupfwespen. Dann haben sie lange untersucht, sie haben Maiszünsler gefüttert, zum Erbrechen gebracht, den Speichel aufs Blatt geschmiert und kamen nach einigen Jahren der Analyse zum Schluss, dass ein bestimmter Stoff im Speichel, sie nannten es Wollicitin, der Mais schmeckt. Also wenn der Maiszünsler da Löchlein bohrt und Speichel hineintropft, kann der Mais das analysieren und merkt, aha, das ist ein Maiszünsler und produziert den Duftstoff. Und das ganz Interessante ist, dass der Mais nicht nur weiß, dass er angegriffen wird, sondern auch von wem. Wird er nämlich von Spinnmilben angegriffen, produziert er ein bisschen ein anderes Duftstoffgemisch, das Raubmilben anlockt, und die kommen dann und fressen die Spinnmilben. Und vorher noch produziert er einen Duftstoff, mit dem er seine anderen Blätter und auch alle Nachbarinnen warnt: Achtung, da kommt ein böser Feind. Auch unter der Erde passiert viel. Das hat auch, haben sie in Neuchâtel herausgefunden. Wenn der Mais vom Maiswurzelbohrer angegriffen wird, produziert er einen Duftstoff, dieses Mal flüssig, das Nematoden, also kleine Würmlein, ja, jetzt kommt's gut, kleine Würmlein anzieht. Also Sie sehen auf diesem Bild, der Mais kommuniziert vielfältigst. Er warnt andere Pflanzen und sich selbst. Er holt sich den geeigneten Bodyguard. Auch unter der Erde lockt er Nematoden an beim Fraß. Und der Pfeil hier nach links, der kommt später dran.
Also solche Kommunikationskunststücke hat man auch beim der Limabohne erforscht in Jena. Jetzt wird das Gummi drauf, bitte. In Jena oder bei Tomaten. Und wahrscheinlich machen das sehr viele Pflanzen. Und vielleicht noch ein Beispiel, dass die Pflanzen auch Vögel einspannen, das ist der Apfelbaum. Wenn der vom kleinen Frostspanner angegriffen wird, produziert er einen Duftstoff, der Kohlmeisen anzieht. Die Forscher haben das angefressene Blatt den Kohlmeisen gezeigt, das hat überhaupt nicht die beeindruckt. Erst als der Apfelbaum diesen Duftstoff produziert hat, kamen die Kohlmeisen. Ist wieder gut. Man weiß heute, dass alle Pflanzen kommunizieren, sie warnen sich gegenseitig, sie senden SOS-Signale aus, sie rufen Bodyguards herbei, sie vertreiben Nützlinge, sie koordinieren auch ihr Verhalten untereinander. Man kennt inzwischen an die 2000 Duftstoffvokabeln von rund 900 Pflanzenfamilien, und man nimmt heute an, das habe ich in Jena mit den dortigen ForscherInnen diskutiert, man nimmt an, dass die Pflanzen so ein Grundvokabular haben von 5 bis 10 Duftstoffen und jede Pflanzenart dann hat zusätzlich ein eigenes Vokabular, sozusagen einen eigenen Dialekt. Ja, dieses Vokabular verstehen manchmal auch andere jetzt wieder weg. Nämlich wenn zum Beispiel, das haben Sie auch in Jena, eine Salbeipflanze und eine Tabakpflanze. Die Salbeipflanze wurde verletzt und die Tabakpflanze konnte sich sehr viel schneller wehren gegen Feinde, weil sie die SOS-Signale von Salbei verstanden hat. Das gibt es also auch. Ja, jetzt gehen wir langsam unter die Erde. Nächstes Bild. Wenn Sie einen Wald anschauen, dann sehen Sie individuelle Bäume, also eine Buche oder eine Eiche oder eine Fichte oder eine Föhre. Nächstes Bild. Wenn Sie hingegen das ganze Bild anschauen, dann ist unter dem Boden ist ein riesiges, dichtes, dynamisches Netz von Pflanzen, also Baumwurzeln und Pilzfäden, da die gale Böllerli sollten Pilze sein. Und dieses Netz heißt Mykorrhiza, auf Griechisch Symbiose von Pilzen und Wurzeln. Und das ist überlebenswichtig. Also die Pilzfäden kriegen von den Bäumen Zuckerverbindungen und sie liefern den Bäumen Nährstoffe. Mir hat eine Forscherin erzählt, wenn eine Buche aufwächst, zum Beispiel ohne dieses Netz, ist wieder gut, danke schön. Ohne dieses Netz, dann wird sie etwa so groß wie ein Spielzeugbäumchen. Also die Pflanzen sind ganz und gar angewiesen auf dieses Netz. Und das Interessante ist jetzt, und das weiß man noch nicht so lang, dass die Bäume dieses unterirdische Netz auch dazu verwenden, dass sie Nährstoffe untereinander austauschen. Also zum Beispiel Zuckerverbindungen, das wurde auch in Basel untersucht. Und dass sie sich sogar warnen, gegenseitig vor Dürre zum Beispiel. Und in der Wissenschaft heißt das inzwischen das WWW, das nicht das World Wide Web, sondern das Wood Wide Web. Ja, und ich muss einfach sagen, seitdem ich diese Sachen weiß und im Wald spazieren gehe, was ich oft mache, und ich stehe dort im Wald und stelle mir vor, dass über mir die Bäume flüstern und wispern und machen und konversieren. Ich verstehe es einfach nicht, weil es aus Duftstoffen ist. Und unter mir quasi die Post abgeht und da Nachrichten und Nährstoffe hin und her fließen und geschoben werden. Dann, wie soll ich das sagen, dann gibt mir das ein ganz anderes Gefühl. Nicht ich hier, Baum dort, alle isoliert, sondern dass das Ganze wirklich ein Netz ist, in ein Netz, in das auch ich eingebunden bin, die ich dort im Wald spazieren gehe. Auch außerhalb des Waldes, vielleicht das nächste Bild, gibt es, Mykorrhizen sind andere Pilze,
Sie sehen hier, das sind junge Rübchenwurzeln, die Sie da sehen. Und wenn Sie gut schauen, sehen Sie so ganz feine Linien. Das sind Mykorrhizen, also winzig klein. Das habe ich von Andreas Wimken von der Universität Basel, NACTS. Der machte mit seiner Gruppe einen hochinteressanten Versuch. Er hatte in zwei Töpfen eine Hirsepflanze und eine Flachspflanze. Und der einzige Unterschied zwischen den zwei Töpfen ist, dass im rechten Topf hat es Mykorrhizenpilze drin, im linken Topf nicht. Und Sie sehen, der Flachs wird mehr als doppelt so groß und auch die Hirse ein bisschen größer. Und die Forscher und Forscherinnen haben dann den Boden untersucht mit neuartigen Methoden und haben herausgefunden, dass 80% aller Nährstoffe und der Zuckerverbindungen aus der Photosynthese an den Flachs geht und nur 20 an die Hirse. Und Andreas Wimken sagte mir, die Hirse füttert den Flachs. Diesen Satz müssen Sie sich auf der Zunge vergehen lassen, weil Hirse und Flachs sind überhaupt nicht miteinander verwandt. Nächstes Bild. Die Forscher nehmen an, dass in Mischkulturen, in guten Mischkulturen, wie das früher gang und gäbe war, dass es unter der Erde so eine Art, sie nennen das dynamischen Marktplatz oder Basar gibt, wo Pflanzen mit langen Wurzeln geben Wasser ins Netz, Pflanzen, die Stickstoff akquirieren können, Stickstoff und so weiter, dass die Pflanzen das, was sie zu viel haben, abgeben und das, was sie brauchen, aus dem Netz nehmen können. Das sind neuartige Untersuchungen und erklären viel. Wir kommen nachher nochmals drauf, wieso Mischkulturen oft derart fruchtbar sind. Nächstes Bild. Man kann also sagen, die Pflanze ist Beziehung. Sie ist ganz und gar auf Kommunikation und auf Beziehungen angewiesen, weil eine Pflanze kann nicht einfach davonrennen, sondern sie muss sich eben beziehen. Die Pflanze bildet die Welt um sie herum und sie wird von ihr geformt. Die Pflanze kreiert Mikroklimata. Die Pflanze kreiert Orte, Nischen, wo vieles wachsen kann. Die Pflanze beeinflusst aber auch die Atmosphäre. Also ganz und gar, die Pflanze ist Beziehung. Pflanzen können auch ganz nuanciert ihre Umgebung wahrnehmen. Wir haben gesehen, dass Pflanzen riechen können, nämlich die Duftstoffe von anderen Pflanzen. Wir haben gesehen, dass Pflanzen schmecken können, also zum Beispiel den Speichel von Insekten. Ja, und natürlich haben die Pflanzen keine Ohren oder Augen oder Nasen, das wäre ja auch blöd, sondern sie haben die Rezeptoren, nennt man das, also die Sinneszellen, sind über die ganze Pflanze, Blätter und Wurzeln verteilt. Also man kann sagen, die Pflanze riecht als Ganzes, sieht, also das Licht wichtig ist, das wissen wir alle, sieht als Ganzes. Und die große Frage, die große Frage war, können Pflanzen auch hören? Das galt bis anhin als völlig out of the way, also. Aber inzwischen gibt es in der Pflanzenwissenschaft eine Fakultät, die heißt Plant Acoustics. Und ich habe ein Interview gemacht mit einer australischen Forscherin, mit Monica Galliano, für das letzte Buch. Und sie konnte zeigen, zum Beispiel, das ist nur eines von vielen, dass Erbsenwurzeln das Rauschen von Wasser hören. Nicht Töne sind ja Schallwellen und das Pflanzen Schallwellen, die spüren wir ja auch, einen tiefen Bass spüren wir im Bauch. Das Pflanzen Schallwellen registrieren und damit umgehen ist eigentlich gar nicht so abwegig. Nächstes bitte. Sie konnte zeigen, also sie hat für den Versuch wieder ganz Bild bitte. Sie hat in einem Versuch so Y-Rohre auf den Kopf gestellt, oben eine Erbsenpflanze
eingesetzt. Und beim ersten Versuch hat sie eine Seite des Ypsilons feucht gemacht und die Wurzeln wuchsen wie erwartet auf diese Feuchtigkeit hin. Beim zweiten Versuch auf der rechten Seite hingegen waren beide Äste des Ypsilons vollkommen staubtrocken. Und sie hat nur ein Plastikrohr um den einen Y-Ast gewunden und Wasser durchlaufen lassen und praktisch alle Wurzeln wuchsen auf dieses Geräusch des rauschenden Wassers hin, also Pflanzen hören. Wir können da, es gibt noch andere Versuche, könnte Ihnen viel erzählen mit der Ganzbild, weil das ein absolut faszinierendes Gebiet. Eine letzte Untersuchung, das war letztes Jahr, haben sie in Israel, hat eine Gruppe herausgefunden, dass Nachtkerzen das Summen von Bienen hören. Und sobald sie das Summen von Bienen, also ihren Bestäubern, hören, produzieren sie viel mehr Pollen und viel süßeren Pollen, quasi um die Bienen anzulocken. Ja, Pflanzen können mehr. Pflanzen können sich erinnern und lernen. Vielleicht einen ganz einfachen Versuch. Nächstes Slide. Eine Gruppe in den USA hat Tomatenpflanzen in einem Gewächshaus aufgezogen über 8 Generationen ohne irgendeinen Käfer. Dann hatten sie einen Käfer, also einen Schädling draufgesetzt und die Tomatenpflanze begann sich langsam zu wehren. Gut, der Käfer fiel nicht gerade tot um, aber sie konnte sich wehren. Beim zweiten Mal ging das sehr viel schneller und effizienter. Die Pflanze hat sich an den ersten Angriff erinnert und konnte beim zweiten Mal ihre Abwehrgene und Abwehrenzyme sehr viel schneller aktivieren, sodass sie sich schneller wehren konnte. Man nimmt heute an, dass sehr viel, vielleicht sogar alle Pflanzen das können. Also eine Gruppe hat Birken untersucht und gefunden, dass ein Ereignis, ein Schadensereignis, das 4 Jahre zurück, mit dem Ganzbild zurückliegt, dass die Birken sich nach 4 Jahren noch erinnern konnten. Das Ganzbild, also gut, das ist, können wir noch. Kannst du das noch wegnehmen? Nein, das ist vorher. Einfach jetzt gar keins. Nein, das ist viel zu viel. Einfach keins. So, Dankeschön. Ja, also die Birken erinnern sich 4 Jahre nachher an einen Schädlingsangriff und konnten sich schneller wehren. Gut, das Fazit von allem. Pflanzen galten bisher und in der Wissenschaft zum Teil immer noch als irgendwie passiv, wo man das Wort Verhalten nicht brauchen darf, als eine Art Bioautomat, die einfach ihr genetisches Programm abspulen, Aktio, Reaktio, oder als Objekt, das beliebig manipuliert oder patentiert werden kann, wie irgendein Mikrowellenherd. Diese neuen Untersuchungen stellen dieses Pflanzenbild vom Kopf auf die Füße. Wir haben gesehen, Pflanzen können kommunizieren, sie vernetzen sich, sie riechen, schmecken, vielleicht sogar hören. Ich weiß nicht, ob die Zimmerpflanzen uns jetzt hören. Es ist für die auch ziemlich irrelevant, ob sie da etwas verstehen oder nicht. Aber Wasser ist eben wichtig, dass sie lernen und sich erinnern, dass sie nuanciert ihre Umwelt wahrnehmen und das ist das Entscheidende und darauf antworten, also vielleicht Entscheidungen treffen. Ja, was sind die Konsequenzen? Viele. Eine davon ist, ich habe es schon angesprochen, jetzt nächste, dass das für die Landwirtschaft ein Riesenpotenzial sein kann, das ganze Bild wieder, das ist eins meiner Lieblingsprojekte, das sind eine uralte Tradition in Südamerika und Zentralamerika, ist die Drei-Schwestern-Landwirtschaft, heißt auch Milpa, seit alters her gemacht. Sie sehen, der Mais, der gibt
Der gibt Kohlenhydrate. Die Bohne braucht den Mais als Bohnenstange und liefert Eiweiße. Und der Kürbis deckt den Boden. Diese Art der Landwirtschaft, diese Mischkultur, die kam in letzter Zeit wieder auf und wurde untersucht. Und eine Untersuchung, die ich gelesen habe, ist, dass solche Mischkulturen bis doppelt so viel Ertrag geben, als wenn Mais, Bohnen oder Kürbis in Monokulturen gehalten werden. Und das ist vielleicht auch für uns wichtig, denn es gibt jetzt unendlich viele Initiativen, die Mini-Farm oder Urban Agriculture oder Permakultur und so weiter, wo Pflanzen auf engstem Raum angebaut werden, mit sehr viel Arbeit, aber sehr viel Unterschied, und die geben sehr viel Ertrag und bauen und erodieren den Boden nicht. Vielleicht bauen sie ihn sogar auf. Das läuft heute unter dem Begriff Regenerative Agriculture. Andere Konsequenz ist Respekt. Das Pflanzen sind nicht einfach Automaten, sondern eben Lebewesen. Und das ist vielleicht gar nicht so erstaunlich. Ich möchte jetzt noch einen Ausflug machen in die Evolution. Also mein Wissen um Pflanzen und meine Ideen um Pflanzen beruhen auch auf der Evolution. Next. Wir wissen, dass die in der Evolution, ja, war das 3 Milliarden Jahre, war das die sogenannte Ursuppe. Da haben Einzeller evoluiert, sie waren in dynamischen Netzen verbunden, alle wichtigen Stoffwechselvorgänge wurden dort entwickelt, Zellkommunikation wurde dort entwickelt und dann, also für uns eine unvorstellbar lange Zeit, und dann entwickelt zu Tier und Mensch 300 bis 400 Milliarden Jahre, das ist eigentlich Peanuts verglichen mit dem anderen. Und das heißt einerseits, dass wir mit den Pflanzen verwandt sind, aufgrund dieser Evolution. Andererseits aber, da sind Pflanzen ja ganz und gar anders als wir. Wir können uns nicht vorstellen, wie es ist, eine Pflanze zu sein. Und ich bin da sehr vorsichtig. Ich komme da, möchte diesen Schlenker machen. Ich bin sehr vorsichtig, dass wir die Pflanze nicht zu sehr vermenschlichen. Also ich würde nicht von Selbstbewusstsein von Pflanzen sprechen. Wir wissen nicht, ob sie Schmerzen haben. Wir wissen nicht, ob sie Lust haben, ob sie trösten können. Das alles wissen wir nicht, können es vielleicht auch gar nicht wissen. Und für mich ist etwas ganz Wichtiges, dass wir mit diesem Nichtwissen umgehen. Das ist nämlich relativ schwierig, und nicht behaupten Sachen, die man nicht beweisen kann. Ja, vielleicht der Punkt ist, dass Pflanzen und Tiere ganz verschieden sind. Aber der Punkt ist, dass beide sehr flexibel sind, sehr flexibel sich an eine Umwelt anpassen kann, die sich stark verändert, die sich drastisch verändert. Tiere, indem sie sich bewegen und fressen, also eine Katze, die ernährt sich, indem sie Mäuse jagt und so sich ernähren kann. Pflanzen ganz anders. Pflanzen können sich ja nicht fortbewegen. Pflanzen ist durch Entwicklung und Wachstum. Next, bitte. Ein kleines Beispiel. In meinem Garten hat einen kleinen Garten hat einen Merkelweg. Auf dem Merkelweg wachsen manchmal Löwenzahn. Diese auf dem Merkelweg sind zäh und klein, und ich kann darauf herumtrampen. Das passiert nicht. Next, bitte. Gleich nebenan, vielleicht 2 Meter im Schatten, große auslande Löwenzahn, die auch gut riechen, vielleicht von der gleichen Mutterpflanze. Es ist doch eine unglaubliche Flexibilität, wie sich die Pflanzen da anpassen konnten. Nicht, wenn ich einer Katze kein Futter gebe, dann kann sie nicht so klein werden wie eine Maus, sie stirbt. Hingegen die Pflanzen, die können sich da anpassen. Ja, und wir müssen uns immer bewusst sein, dass Pflanzen in der Evolution unglaublich erfolgreich waren. Und ohne Kommunikation und ohne Vernetzung wäre das gar nicht möglich. Etwa 80% der weltweiten Biomasse sind Pflanzen und nicht Tiere. Und vielleicht noch ein letzter
Punkt, weil ich glaube, meine Zeit ist abgelaufen. Genau, ich mache das. Pflanzen für das, was mir wichtig ist, auch für diese Tagung, aber das hat Frau Schlupp schon angetönt, Pflanzen sind keine Gebrauchsgegenstände, die man irgendwie so halt ein paar Bäume pflanzen, weil das schön ist und gut fürs Klima, sondern Pflanzen sind Lebewesen, die sich entwickeln, die kommunizieren, die sich vernetzen, die ein Leben für sich selbst haben, auf das wir Acht geben müssen und das wir vielleicht unterstützen können. Danke vielmals. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Köchlin, für diese Präsentation. Das war jetzt wirklich sehr, sehr spannend, auch für mich. Ich habe noch eine Frage an Sie. Vielleicht haben Sie auch dazu Überlegungen gemacht. Weshalb sind für die meisten Menschen die Kommunikationsfähigkeiten der Pflanzen so erstaunlich? Weshalb kommen wir erst jetzt darauf? Ich nehme an, die Forschung hat sich in den letzten Jahren da rasant auch entwickelt. Wieso sind wir nicht schon länger darauf aufmerksam geworden? Ja, das bin ich überzeugt. Das liegt an unserer Kultur. Ich glaube, wir sind immer noch stark im aristotelischen Gedankengut verwurzelt, wo die Evolution zu oberst ist der Mensch. Und dann kommen die Tiere und dann die Pflanzen und dann alles andere. Und Pflanzen sind etwa, also wurden immer sehr mechanistisch auch erklärt. Die haben keine Seele, die können nicht kommunizieren. Das sind einfach so Lebewesen. Und ich glaube, könnte vielleicht so sagen, Tiere sind dieser mechanistischen Falle vielleicht anfangs des letzten Jahrhunderts entwichen. Und wir wissen heute, ein Tier ist keine Sache. Ein Tier hat eine Würde, ein Tier hat vielleicht auch Emotionen. Und ich hoffe sehr, dass dieses Jahrhundert hier dazu führt, dass auch Pflanzen dieser mechanistischen Falle entweichen können und als das angesehen werden, was sie sind.